Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games und heute ist dran Adventure Island Nummer 3. Ja, das wird was. Nummer 1 und 2 waren schon ziemlich cool, wobei 2 fast besser war, ich weiß nicht. 2 war nicht ganz so hart und jetzt bin ich schon gespannt, wie Teil 3 ist. Und da wird unsere Freundin schon wieder entführt. Na, Überraschung, Überraschung, auch bei Teil 3 hat sich in der Story nicht allzu viel geändert. Und was passiert jetzt? Er ist aufgeregt, er weiß nicht, was er machen soll. Ein Tino kommt, Tino hilft ihm und los geht's, Freundin holen, Junge. So einfach war das früher. So einfach war das. Wer braucht schon großes Storytelling? Wenn er eine gute Steuerung hat. Ich hoffe, die ist auch hier wieder mal wieder so gut wie den ersten Teilen. So, na. Jetzt können wir uns auch ducken mittlerweile. Sehr gut. Hüpfen, hauen kann ich noch nicht. Da muss ich erst was einsammeln. Gut. So, na. Draufhauen, draufhauen, draufhauen. Immer schön drauf. Muss immer viel essen bei dem Spiel, weil wer nichts zum Essen sammelt. Ui, was ist da los? Was ist das? Ein Schlüssel? Wow! Was sind Bonuslevel entdeckt? Achso, da hätte ich jetzt nicht rein dürfen. Ach, schade. Ich hätte nicht gewusst, dass ich auf der Welt bleiben muss. Das ist ein ganz schöner Surfer-Typ, dieser. Ich habe keine Ahnung, wie heißt der Adventure Island Typ. Hey, sagen wir einfach, es ist der Adventure Island Typ. Immer schön brav mampfen. Die Bahnen raufklettern kann man nicht. Schade, wäre cool. So. Level 1 erledigt. Weiter geht's. Und die nächste Runde rückwärts. Naja, ne Spaß. Also, Platten machen und immer schön brav mampfen. Ein bisschen viele Totenköpfe liegen hier rum. Ah. Inwiefern ist diese Waffe besser als die vorher? Weiß ich nicht. Uah, Stein. Was gibt's da? Skateboard? Nein. Ah. Fetten Drachen, aber gibt es noch fettere, glaube ich. Ich glaube, es gibt einen noch fetteren. Ah, da wäre ein extra gewesen. Mist. Ja, das müsste man. Ah! Hä? Kann der Lava gehen, da? Oder was? Oder war das ein Bug? Na, ich glaube, der kann in die Lava gehen. Müsste das essen? Nein, ich muss nicht essen. Ich bin schon wieder im nächsten Level. Abschnitte sind recht kurz. Finde ich jetzt nicht störend. Aber ich merke es halt. Weiter geht's. Gibt's da Schönes? Ich muss mehr auf Bonuslevels achten. Vielleicht schaffe ich es diesmal, in ein Bonuslevel reinzukommen. Schade, also den Dino hätten sie ruhig in eine Mampf-Animation spendieren können, oder? Wenn er was isst. Oder dem Adventure Island Typen. Nein, jetzt habe ich dann. Ah. Ich schon befürchtet, dass das passieren wird. Wow, was ist denn das für einer? Oh, okay. Ah. Nur mehr kann ich nicht einsammeln. Wow! What? Wieso kommt da einfach so ein Fuchs von hinten? Ja, das ist wahrscheinlich da als Spielmechanik, um mit den Dino wegzunehmen. Ich verstehe schon. Ich habe halt keinen Dino, also muss ich sterben. Okay. Alles platt machen! So aus ist. 15 kommt ja gleich wieder von hinten, der Fuchs, oder? Kommt er von hinten? Ja, aber ich habe es nicht geschafft, ihn zu hüpfen. Ah!
Da wäre ein Bonus gewesen. Knapp verfehlt. Ja, wenn man es auch nicht weiß, dann kann man das natürlich machen mit dem Bonus. Ja, das hat... Ist cool, hat dadurch natürlich sofort Wiederspielwert. Hä? Ich bin im Wasser. Hallo, was geht? Unterwasserlevel. Okay. Jetzt kriege ich einen Dino. Wasserdino. Ja, der ist super. Den mag ich ganz gern. Wie schwimmen? Ah, okay. Die Steuerung ist ein bisschen schwierig, finde ich. Ah, ich brauche nicht A down drücken, ich kann auf A auch einfach drauf bleiben. Ich muss hier nicht smashen. Gut zu wissen. Ich smashe nämlich nicht so gern den Button. Uah. Uah, mein Dino verloren. Ja, so kurz vom Ziel beim letzten Gegner. Mann. Egal, geschafft. Jetzt bin ich am Strand. Sehr gut. Next. Schweine. Weg mit den coolen Schweinen mit Sonnenbrillen. Uah, war ich wieder zu schnell unterwegs. Ah, die Wolken stürzen ab. Wusste ich auch nicht. Kann ich da runterrutschen? Nein, schade. Aha, was bist du für ein Dino? Was kannst du? Blitze schießen, sonst noch irgendwas? Was ist das? Geh weg, du Klumpert. Was ist das? Ich weiß nicht, was das ist. Es soll weggehen. Das ist ein hoher Schwung, ob ich den schaff. Na. Ah, du bist früh abgesprungen. Ein schwieriger Schwung. So, na, weiter geht's. Ja, die coolen Schweine. Jetzt habe ich eine Waffe, sehr gut. Kann ich die coolen Schweine abschießen? Aber manche Wolken gehen nicht weg. Woran erkenne ich das, ob eine Wolke länger bleibt oder nicht? Gar nicht. Muss man wissen. Würde Dr. Axel Stoll sagen. Kennt ihr sicher Dr. Axel Stoll, oder? Muss man kennen. Wenn nicht, ist auch halb so tragisch. Ah, ich wollte doch nur diesen ausweichen. Weil ich den Blitz ausweiche, laufe ich in ihn hinein. Nicht so geschickt. Ah, ich dachte, das geht sich aus. Ich war mir sicher, das geht sich aus. Und ich krieg wieder einen Busti und wer wird entführt und wo starte ich jetzt? Wieder im ich starte schon wieder. Was redet ihr von Continue? Ich starte von Null. War schon auf einer anderen Insel. Und ihr redet da irgendwie von Continue? Ich kann nur ein Scherz sein, oder? Okay. Eins mache ich noch. Ja, es ist. Ich glaube, das wird dann später noch bockschwer, das Spiel. Aber es ist ein gutes Spiel. Na, so knapp. Ich möchte das jetzt aber... Ich möchte das nochmal probieren. Ich möchte dieses extra Level haben. Ich möchte dieses extra Level haben. Das ist mein Anliegen. Das hole ich mir noch. Nur aufpassen, wo war denn das? War das da? Ja. Okay, und jetzt bin ich da oben, muss auf der Welle surfen. Cool. Da hätte ich rüberspringen müssen. Na, woher soll ich denn das wissen? Nein. Das kann man da nicht wissen. Okay, aber Skate Protection hier. Ah, und ab ins Ziel. Okay, Leute, das war's für mich. Adventure Line 2, das mit dem Bonus-Level und so ist super cool.
gefällt mir total gut. Nur das mit den Continues, dass man da wieder von ganz vorne anfangen muss, ist. Naja, man kann sie im Emulator zum Beispiel spielen und selbst abspeichern. Das ist natürlich eine Möglichkeit, um sich hier noch ein bisschen mehr Spielgenuss rauszuholen. Und das nicht ganz so repetitiv zu machen. Ja, sagen wir, das war's mit der Adventure Island Serie am NES, Teil 1, Teil 2 und nun jetzt auch Teil 3 gezockt. Ich muss aber schon sagen, Teil 3 gefällt mir am besten. Von allen Teilen gefällt mir Teil 3 tatsächlich am besten. Hätte ich nicht gedacht. Ja, wird wieder Zeit, Goodbye zu sagen. Ja, danke fürs Zuschauen, danke für euren Daumen hoch, den habt ihr bestimmt schon da gelassen. Danke fürs Abonnieren, das könnt ihr gleich da unten machen und jeden Tag ein neues NES-Video genießen mit mir zusammen. Und da drüben könnt ihr gleich weiterschauen. Und nicht vergessen, kommentieren, Leute, Kommentare, Kommentare, Kommentare. Ich freue mich immer über Kommentare und antworte auch so gut wie immer. Außer es ist ein Blödsinn, dann antworte ich nicht. Aber wenn es kein Blödsinn ist, dann antworte ich immer.